Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Mittag, wann auch immer ihr in dieses Video schaut. Wir befinden uns in der Black Citadel, der Hauptstadt der Char. Hinter mir ist das altbekannte Azura Gate Richtung Lion's Arch. Und ja, wie ihr seht, wir befinden uns hier am unteren Rand. Und ich werde jetzt probieren, möglichst viel von der Hauptstadt einzufangen. Das bedeutet, ich werde durch den Fluch, also am Imperatorkern entlang, in den Imperatorkern rein. Unten durchs Gladium-Kanton bis zu den Ruinen von Rinn, wenn es geht, da war ich auch noch nie, durch die Schmelzhütte über den Musterungsplatz wieder zurück. Ja, so ist der Plan. Ob es funktioniert, sei mal dahingestellt. Ich als Level 15er Mensch fühle mich hier bei den Char immer noch so ein bisschen unwohl. Alte Guild Wars 1 Gewohnheit, ja, an dieser Stelle. Und wir schauen mal, wie das Ganze hier aussieht. Es wirkt natürlich alles sehr viel technischer als bei den Norn zum Beispiel und natürlich weiterentwickelter als das, was wir in Löwenstein gesehen haben. Aber trotz allem hat das so seinen ganz eigenen Charme. Die Eisenlegion patrouilliert hier pflichtbewusst und wir gucken mal, dass wir jetzt gleich schön da oben in den Imperator-Kram reinkommen. Das Ganze gibt es quasi nochmal auch noch als unteres Gebiet, da gehe ich gleich noch kurz rein in die Arena. Und ihr seht hier, der Imperatorkern führt uns nach oben. Ja, jeder, der mein Char Level Let's Play bereits gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Und oben treffen wir eine hohe Inquisitorin irgendwas. Wir finden uns hier quasi im Stockwerk 1. Ja? Auch das hier mit dieses Zahnradbild zieht sich natürlich durch die gesamte Stadt. Die Stadt ist erbaut auf den Ruinen von Rinn und der Nolani Academy. So viel zumindest dazu. Hier sind wir jetzt im oberen Stockwerk des Imperatorkerns. Hier haben sich die wichtigen Leute der einzelnen Legionen versammelt. Die der Aschenlegion zum Beispiel ist dort hinten um die Ecke. Man erinnert sich noch aus meinem Let's Play daran. Und ja, das ist der Weg nach oben. Jetzt gucke ich mal, dass ich deutlich schneller wieder runterkomme, als ich raufgekommen bin. Vielleicht mit geschickten Sprüngen mal den ein oder anderen Meter abkürze. Ihr seht, es laggt hier. Ja? Also hier ist deutlich mehr los als in Holbrak. Viel, viel mehr Menschen spielen Char, als dass sie Norn spielen. Überrascht mich ein wenig, aber es ist halt, diese Rasse unterscheidet sich halt ziemlich krass von den anderen. Nicht so wie die Norn, die ja eine gewisse Ähnlichkeit mit den Menschen haben. So, jetzt müssten wir hier mal gucken, ob wir hier unten noch einen Eingang in die Arena finden. Ansonsten machen wir das gleich ganz zum Schluss. Sieht so aus, als müssten wir das ganz zum Schluss machen. Ich schau mal, dass wir jetzt runter Richtung Ruinen von Rinn kommen. Rinn, ehemalige Hauptstadt der Menschen aus Ascalon, wurde zerstört von den Char und darauf haben sie sich ihre Black Citadel gebaut. Ich glaube nicht, dass das schlau wäre, hier runter zu springen. Aber hier gab es, glaube ich, irgendwo einen Weg nach unten. Hier links von mir müsste der sogar sein. Na, dann schauen wir doch mal. Da ist Sturmrufer. Das legendäre Horn der Menschen. Kann verglichen werden mit dem Horn aus Herr der Ringe. Ja, seinen ähnlichen Status hat das quasi für die Menschen gehabt. Und ja, es ist zerbrochen. So wie der Traum auf Frieden. Und ja, wir suchen jetzt hier den Weg nach unten quasi. Der soll genau dort sein. Ja, das sieht gut aus. Das ist schon so eine Art Fahrstuhl hier. Ja. Das ist sogar ein sehr, sehr schneller Fahrstuhl, muss ich hier an dieser Stelle sagen. Dann sind wir hier im Gladium. Ein kleiner Springbrunnen, den man hier so sieht. Ja, quasi. Es ist halb schwebend erbaut. Und wirkt ein wenig wie so ein Baumhaus. Ja, muss ich jetzt sagen. Und hier geht es dann runter in die Ruinen von Rinn.
Jetzt ist es unsere. Diese Bürgerin schreit schon, jetzt ist es unsere, ja. Das ist es. Hier war die Hauptstadt der Menschen. Und das sind einzelne Überreste. Ja, riesige Kluften hier. Schlucht um Schlucht bildet sich. Hier haben wir einst mit Ruri zusammen gegen die Char gekämpft und sogar einen wichtigen Anführer der Iren geschlagen. Heute tummeln sich aber Tausende von Char auf den alten Ruinen. Hier wird Stein abgebaut, wahrscheinlich zum Weiterbau von Char-Städten. Alles wieder sehr, sehr detailreich hier. Die Bäume, die hier wieder wachsen nach dieser Schlacht. Hier unten brennt ein Feuer. Und ja, das sieht schon echt ansprechend aus hier. In den Ruins of Rin. Ja. Ich sag zu oft ja, habe ich gemerkt. Das muss ich mir ein wenig abgewöhnen an dieser Stelle schon mal. Vorweg gesagt, dafür entschuldige ich mich für jedes weitere. Ihr wisst schon was. Und jetzt begeben wir uns wieder per Teleport hinein, mittig vor, mitten rein die Flammenlegion in den Imperator-Kern. Wir sind viele, viele Diskussionen, die sich gerade ein bisschen überlappen. Ich nehme wieder meine geschickten Abkürzungen hier. Und jetzt bin ich ein bisschen tiefer gefallen als geplant. Und unser nächstes Ziel ist da unten der Junker Schrottplatz. Hier ist eine kleine Versammlungshalle, vielleicht sowas wie ein Marktplatz. Mal gucken. Viele Wachen auf jeden Fall. Kugellager, ah, das ist, glaube ich, eine Art Kaserne. Ja, Wachkommandos. Und jetzt habe ich ein Level-Up auf 16 gemacht. Durch das Erkunden. Ah, hier ist der Hauptstützpunkt der Eisenlegion. Das Arsenal ihrer Waffen. Hier drüben müsste es jetzt runter in den Junkerschrottplatz gehen. Das ist dann wieder so ein kleiner Wegpunkt. Von da aus geht es dann auch schon fett zur Schmiede. Zur fetten Schmiede, so rum. Auch sehr, sehr eindrucksvoll wieder konstruiert hier auf Lava. Ja. Also hier ist es definitiv warm, das spüre ich bis nach hier draußen. Ich glaube, dass wir in diese großimperiale Schmelzhütte nicht viel näher rankommen. Ist auch schon heiß genug hier. Und dann bewegen wir uns mal hier entlang. Schauen, was uns auf der linken Seite dieser riesigen Char-Hauptstadt noch erwartet. Hier mit einem Kran wird wahrscheinlich die Lava ausgehoben, bewegt sich gerade. Eindrucksvoll, die Bauten der Char. Technologisch kein Vergleich bisher zu den Norn in Hohebrak. Kommen gleich zum Schluss nochmal in Divinity's Reach, für mich auch zwar technologisch nicht so weit, aber eine sehr, sehr eindrucksvolle Hauptstadt. Und jede dieser Hauptstädte allein ist es würdig zu sein, ja, zu existieren. Eine Daseinsberechtigung quasi zu haben. Und wir wollen jetzt mal runter zum Kriegswagen, Vorbereitungsdeck und zum Musterungsplatz. Wir werfen den Blick gen Himmel, ja. Ein wenig Smog und verraucht über der Hauptstadt, aber nach hinten hin wird es sonnig. Heute sieht es nicht nach Regen aus. Ja, auch noch schlechte Witze reisen kann ich, ja. Schön ist es nicht, das denke ich mir, aber da müsst ihr durch. Musterungsplatz. Hier ist der Haupteingang, wenn man aus dem Char-Startgebiet kommt. Den Teil hier könnten vielleicht schon einige kennen, aber hier sind bestimmt viele nicht nach rechts gegangen, sondern eher ihrer Personal Story gefolgt. Und hier rechts sind dann noch so schöne Belagerungsmaschinen, die man sich nicht entgehen lassen sollte.
Bürger hier vereint. Und diese Kampfmaschinen sehen schon sehr, sehr eindrucksvoll aus. Muss ich sagen, ich möchte mich mit denen eigentlich nicht anlegen. Und all dies findet ihr auf dem Kriegswagen-Vorbereitungsdeck. Der Name ist Programm. Das ist hier gleich schon fast im Panzer, muss ich sagen, wie man ihn kennt. Und hier scheint die riesige Manufaktur zu sein. Auch in der Mitte eine Art Krankonstruktion. Hier wird noch vereinzelt gearbeitet mit dem großen Hammer. Und ja, auch ein sehr, sehr detailverliebter Ort. Also jeder, der sich ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt, merkt halt sehr, sehr schnell die grafische Vielfalt, die dieses Spiel bietet. Jetzt haben wir uns hier noch schnell den Punkt. Wie gesagt, hier ist der Übergang zum Startgebiet. Und hier können wir jetzt einen kleinen instanzierten Bereich betreten, den ich allerdings, glaube ich, mal auslasse, sondern lieber hintenrum den Heldenbezirk betrete, statt jetzt durch diese Instanz. Durch diese Stelle geht es noch nicht. Ich fühle mich übrigens hier als Mensch ziemlich in der Unterzahl. Die Char dominieren hier mehr oder weniger das Bild. Gut, es ist eine Char-Hauptstadt. Wie überraschend kann das jetzt eigentlich kommen, aber nun ja. Ich freue mich gleich auf diesen Weg, wo man runterspringen muss, bei dem man auch nicht wieder zurückkommt. Das wird genau hier vorne am Kantonfaktorium sein. Kantonfaktorium, ja. Richtig aussprechen, ja genau. Der Weg ohne Wiederkehr. Zack. Sehr, sehr schön. Hier ist eine kleine Schenke, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich täusche mich doch. Was haben wir hier? Ach, hier haben wir Waffen- und Rüstungsschmiede. Berufe in der Stadt, in der Black Citadel, der Hauptstadt der Char. Jetzt gehen wir hier mal in den Heldenbezirk. Ich hoffe zumindest, dass wir da reingehen. Nein, das tun wir nicht. Was? Das finde ich gerade sehr, sehr schade. Oder mogeln wir uns jetzt hinten durch? Nein, hier ist nur noch ein interessanter Ort zu entdecken. Sehr blau gehalten. Sieht ein bisschen aus wie so ein Schamanentrakt. Der Schreiber. Schreiber, hier sitzt also die, hier sitzen die intelligenten Köpfe der Char. Und den Ort verlassen wir dann auch wieder fix. Und gehen dann weiter durch das Faktorium. Bis hin zum Ehrenmal-Quadrant. Hier, ich kann es immer nur betonen, die Detailverliebtheit, teilweise die lockeren Fashion-Sprüche, die die Soldaten und Bürger der Stadt auf den Lippen haben. Teilweise aber auch sehr, sehr intensive Gespräche. Hier gibt es dann ein Portal hinaus in die weite Welt. Ich weiß nicht, ich habe es nie beschritten. Ich gehe mal stark davon aus. Nehme hier noch schnell den Aktivierungspunkt mit rechts, den Wegweiser. Und bewege mich jetzt quasi wieder hoch und dann gehen wir mal einmal schnell in diese Arena noch hinein, bevor wir auch schon durch sind, durch die Black Citadel. Ich habe euch sogar gezeigt, wo ihr eure Berufe findet. Das heißt, es hat nicht nur rein optisch einen großen Spaßfaktor, sondern ist zusätzlich auch noch sehr, sehr nützlich, wenn ihr euch die Videos zu den Hauptstädten anguckt. Auf zur Flucht hier, das ist die besagte Arena. Hier wird gekämpft, wie ihr seht. Char gegen Char. Die Kuppe ist direkt gebaut unter den Inquisitorenkern. Und trotzdem so ein wenig, dass man den Himmel sieht. Und mit diesem wunderschönen Eindruck lasse ich euch hier zurück. Like das Video, wenn es euch gefällt. Abonniert mich auf YouTube. Und macht's gut.